Ricktastisch geht es weiter auf der Map AKW 51 von Joke787 mit einem Clan-Raum. Warum, werde ich gleich noch sagen. So, Raum 64, Fan 1, PW. Moment. Jetzt weiß ich das Passwort nicht mehr. Eieieiei, Moment, muss ich kurz nochmal ändern. Ich denke mir jedes Mal einfach irgendetwas aus. So. Das speichere ich mir. Und gleich nochmal. So, genau auf dieser Map, denn... Egal, ich lasse mal die Leute kommen und dann geht's los. Ich habe heute die Wasserpumpgun ausgerüstet. Und ja, das scheint ein schwieriges Passwort zu sein. Das kann man nicht so einfach eingeben. So, ja, hallo, hallo, 28. Also, das klingt komisch, ist aber so. Hallo, hallo, 28. So, ich möchte hier lauter blaue Blitze sehen. Und einer noch. Das ist kein blauer Blitz. Tut mir leid. Wie auch immer du das Passwort bekommen hast. Und los geht's. Oder? Ich denke schon. Habe ich hier Midgame bei Passwort? Passt, ja. Und ich kann im Prinzip... BT, BT. Brick Trend, Brick Trend. Auf geht's, los geht's, nicht zu viel labern. Denn ich habe gelesen, ich soll mal wieder Clan-Only-Räume machen. Das mache ich, einfach so zwischendurch mal eine halbe Stunde. Aber zugegeben, in einem Video ist das schon länger nicht mehr vorgekommen. Denn... Moment, also nicht denn. Genau, früher war das ja so, ohne diesem Feature noch... dieses Raum beitreten, dass ich einen Raum geöffnet habe und dann sind entweder ganz schnelle Stalker schon hineingekommen und die restlichen Plätze waren dann immer für Leute im Clan, denn ich habe sofort im Clan-Chat geschrieben, welcher Raum, und das ist ja jetzt hinfällig und von daher waren in den letzten 3, 4, 5 Videos die Räume immer sehr schnell voll und folglich hatte der Clan praktisch keinen Vorteil, um schneller in die Räume zu kommen. Und da war dann noch so bei diesem Kommentar ein kleiner Nebensatz, der mich ein bisschen, naja, keine Ahnung, gestört hat, muss ich sagen. So in der Art, ja, was ist denn sonst der Vorteil? Oh, das war eine Granate. Der Vorteil, im Clan zu sein. Denn, wie gesagt, Clan-Only-Räume mache ich durchaus immer so zwischendurch. Das merkt vielleicht nicht jeder, weil es nur... eine ganz kurze Zeit ist. Diesmal falle ich auf die Granaten nicht rein. Das könnt ihr euch abschminken. Alter Schwede, wie kann der direkt um die Ecke so eine Granate werfen? Das sind die goldenen. Das heißt, er hat da 4 davon. Genau, und dann kann es ja nur daran liegen, dieser Kommentar, dass schon länger keine Clan-Only-Runde hier mit lauter blauen Blitzen im Video war. Und dann dazu schreiben, wozu ist man sonst im Clan... finde ich irgendwie ein bisschen frech, denn es steht ja nicht in der Beschreibung. Jeder, der in ein Video von Schilling kommen möchte, kann zu Bricktrend. Nein, es steht Spaß, steht an erster Stelle. Und das ist einfach eine Community. Jeder hat den blauen Blitz, der dazugehören möchte. Und ja, früher war es... Ah, ja, Mama, Mama. Früher war es eben so, dass man dadurch größere Chancen hatte... ins Video zu kommen. Jetzt nicht beabsichtigt, aber wenn der Raum nicht voll wurde, habe ich eben einfach den Raumnamen im Chat geschrieben. So, und jetzt müsste ich dann immer ein Passwort machen, weil ansonsten innerhalb von 0,3 Millisekunden der Raum voll ist. Aber ich weiß nicht, dass... Nein, der Clan, wer echt nur in Bricktrend ist, weil er vermutlich mich nicht mal mag und so, einfach nur sich dachte, oh, da komme ich jetzt viel einfacher in ein Video rein. Nö. Dann bitteschön einfach aus dem Clan rausgehen, denn... das ist uncool. Solche Leute braucht man nicht, denn die gehören nicht der Community an und der Clan ist für die Community. Und nicht für Leute, oh, ich bin im Video und jetzt raus aus dem Clan. Alter, das ist immer, das sieht man niemanden und dann gleich 3. So, jetzt aber lädt er nach. Genau, ich sage noch gleich was zur Waffe, aber das möchte ich mal fertig bringen. Da gab es auch so, das habe ich, glaube ich, schon einmal erzählt, aber das ist echt richtig oft. Fragt jemand, hey, machst du LP? Ich antworte dann so, nein, ich habe schon für heute aufgenommen, heute nehme ich nicht mehr auf. Zack, hat den Raum verlassen. Okay, cool.
Toll. Ja, mit dir möchte ich spielen. Jemand, der nur in ein Video möchte, um da sich groß aufzuspielen und so weiter. Das ist natürlich... Alter Schwede, wo... Ich dachte jetzt, ich bin hier der Einzige, der sich da irgendwie seitlich herumtummelt. Aber nein. Bin ich wohl... Wow. Alter Falzer, was passiert da gerade? Was zum Henker war das? Und ich meine nicht die Nahkampfgranate. 27, 27, das wird mal eine Runde. Was ist hier? Dieser Spieler spielt irgendwie Ping-Pong. So, jetzt gehe ich hier mal rauf. Da war ich nämlich noch nie. Also, musste ich auch mal loswerden, denn dieser Nebensatz... Klar, die Kritik ist berechtigt, weil jetzt mit diesem neuen System ansonsten nur... Aua. Nur sehr selten Clan-Only-Runden so zustande kommen im Video, es sei denn, ich mache eben ein Passwort rein. Aber dass dann so steht, was ist sonst der Nutzen oder wozu ist man sonst im Clan? Naja, wer das nicht weiß, ist selbst schuld. Also wer wirklich nur deshalb im Clan ist, tschüss. Es gibt genügend andere. Da muss man nicht hier zu Brick-Trend gehen. So genau, die Waffe hat... Oha. Die Waffe hat so einen geringen Rückstoß, dass er fast nicht existiert. Das ist ziemlich heftig. So, ich mache hier mal ein bisschen was frei. Und ja, das heißt, man muss nur ein bisschen zielen und dann läuft das schon. Jetzt gehe ich hier nochmal und da habe ich schon wieder Schüsse gesehen. Und da jetzt wieder jemand steht, dann weiß ich aber auch nicht. Ist das das Clan-Logo von dem oder so? Keine Ahnung. Vom Joke 787 weiß ich jetzt nicht. So, Moment. Bisschen aufpassen. Au, weh, wir liegen 6 Punkte im Rückstand. Aber das wird schon noch. So, die halten mir hier den Rücken frei. Das heißt, ich kann hier ein bisschen vorgehen. Doch wie werde ich vorgehen beim Vorgehen? Hoffentlich mache ich hier nicht ein Vergehen. Alter Schwede, wo sind die 5 Leute? Vorhin, wie gesagt, 3 auf einmal... Und jetzt von 5 sieht man gar niemanden. Jetzt, hier kommen sie alle raus. Aus ihren Schneckenhäusern. Oh, da ist eine Granate. Oh, da kommt noch eine. Wie weit fliegt dieses Teil denn? Geh doch zu Hause, du alte Granate. Geh doch zu Hause. Na, 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 na. Ich will hier gerne einen Kill abstauben. Das wäre so schön und unerwartet. Ah! Nein! Ach, versemmelt hoch 10. Dann werfe ich hier auch mal eine runter, denn ich höre Schüsse. Was auch immer das hier gerade ist, man weiß es nicht. So, die Wasser... Jetzt aber! Holla, die Waldfee! Doppel und Dreier! Schade, nicht mehr. Genau, das ist eine Sommerwaffe. Und was ich noch kurz sagen... Das kannst du ja vergessen bei so vielen Leuten. Kurz sagen wollte, AKW steht, nehme ich mal an, für Atomkraftwerk und... Da hat man schon gemerkt, was das für Auswirkungen haben kann. Da spielt einfach jemand verrückt. Zack, 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 Ping-Pong. Nach links und rechts. Das heißt, AKWs sind nicht gut. Hat man ja erst neulich wieder gesehen. Naja, neulich. Auch schon wieder ein bisschen her. So, jetzt läuft aber mal. Bei Schilling läuft's, würde ich sagen. Aber sowas von hier. Da kommst du her. Weihnachten ist vorbei, du musst leider... Oh, 55, 55. Wenn man sich ein bisschen reinsteigert und konzentriert, holt man auf. Au. Hier könnte man die Gravi wegmachen oder höher machen. Ich zocke schon so lange Brickforce und merke mir das noch immer nicht. Ach, das sind die Deko-Gravi-Bricks. Nein, ich stecke. Ich stecke doch nicht. Brauchen die hier Hilfe? Der ist... Aha, beide down. Beide down. Also ich will jetzt gar nicht hier großartig irgendwie anfangen, politisch zu reden. Denn es hat alles immer zwei Seiten. Jetzt lädt er nach. Nein, er lädt nicht nach. Ah, das ist schlau. So, 61, 61. Aber ich kann nur sagen, ich denke, da muss man gar nicht groß pro, contra aufzählen. Wenn mich jemand fragen würde, würde ich nie im Leben ein Atomkraftwerk errichten. Ich weiß zwar nicht, was da vielleicht so im Hintergrund die Hintergründe sind. Das war mal ein sehr... schlauer Satz, denn vielleicht ist es der billigste Strom irgendwie und ansonsten könnten sich so und so viele Prozente der Menschheit in diesem und jenem Gebiet keinen Strom leisten. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber selbst wenn nur eine
5%ige oder keine Ahnung was prozentige Chance bestehen würde, das ist doch den Preis nicht wert. Ich versuche mal ein blödes Beispiel, einen blöden... Au! Ah, einen blöden... Boah, ach, deshalb springt man so hoch. Okay, ich versuche jetzt erstmal aus dieser Granate wegzulaufen. Einen blöden Vergleich zu bringen. Sagen wir mal, eine Mutter muss jetzt für ihre Geburt ihres Babys 1000 Euro zahlen. Und dem Baby passiert dadurch zu 100% nichts. So, jetzt sagt der Arzt, hey, du bekommst 50% Rabatt und dein Baby könnte zu 10% sterben. Ein sehr makabres Beispiel, aber wer würde das machen? Da würde ich sogar für mein Baby einen Kredit aufnehmen oder keine Ahnung was machen. Aber ich riskiere doch nicht, dass zu 10% irgendetwas passiert. Und genauso ist es ja eigentlich mit AKWs. Naja, wie auch immer. Ich will da gar nicht zu weit ausholen, aber sowas kann ich einfach in der heutigen Welt noch immer nicht. Ha-Uhr! Manometer! Alter Schwede! Groschen! Oder wie heißt du? Moment! Oh, natürlich! Der Groschen ist das! Manchmal kann man den Namen einfach nicht lesen. Und es gibt... Ja, bei 2000 Leuten gibt es so viele, die halbwegs ähnlich heißen. Aber ja, in der heutigen Zeit, ich kann das nicht so ganz verstehen und nachvollziehen. Aber wird schon alles seine Gründe irgendwie haben. Zum Glück ist hier bei uns in der Nähe nichts. Zumindest, naja, in der wirklichen Nähe. Das ist ja im Prinzip egal, wo das steht. Jeder ist irgendwie betroffen, weil die ganze Welt ist ja, hängt ja zusammen. Und wenn dort dann die Preise von dem steigen, dann ändert sich das. Und dann kann dieses Land nicht mehr das exportieren. Und keine Ahnung, was noch alles. So, hier, das war eine Brick-Trend-Only-Runde. So sieht's aus im Schneckenhaus auf der Map AKW 51 vom Joke 787 mit der Bewertung. So, Moment, da schreibe ich jetzt mal Map... Maps sehr gut, AKWs sehr schlecht. Obwohl, versteht man das dann falsch? Die Map ist spitze, nicht falsch verstehen. Maps sehr gut, AKWs sehr schlecht. Keine Ahnung, ich schreibe einfach Maps sehr gut. Oh, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Insider aus Video. So, wenn man das nicht gesehen hat, versteht man das vielleicht nicht. Und Bewertung abgeben. Daumen nach oben, gefällt mir. Und das... Was? AKW 51, jetzt zeige ich noch kurz die Waffe her, die auf den ersten Blick ein bisschen OP erscheint, wegen dem geringen Rückstoß. Das heißt, man kann, ja, sehr gut treffen, wenn man präzise schießt, ohne dass dann zack, 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 Rückstoß, Rückstoß, Rückstoß. Genau. Und beseitigt den Feind mit dieser geradezu militärisch starken Pumpgun. Ja, und dann geht's einfach bricktastisch beim nächsten Mal weiter. Geht in Deckung! Geht in Deckung!